Jo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Stadt. Wir müssen noch weiter das Getränk von ihm schenken. So. Nein. Oh, Leute. Ach, na, der hat Wert 0. Nein, eigentlich bin ich nicht interessiert. Was ist das hier? Achso, das habe ich ja gefunden, ne? Zaubertrankrezept Unsichtbarkeit. Okay, passt schon. Wie so kennt ihr euch in Alchemie aus? Nachdem wir Morrowind verlassen hatten, verschlug es uns nach Himmelsrand. Wir zogen etwas umher und landeten schließlich in Mortal, wo wir eine Weile bei Lami unterkam, der Alchemist in der Stadt. Ich war von ihrer Arbeit fasziniert und im Laufe der Jahre brachte sie mir so einiges bei. Warum habt ihr Mortal verlassen? Doch schon bald litten wir an Heimweh. Wir waren die einzigen Dunmer auf die Frage richtig eingegangen. Als wir hörten, dass auf Solstheim eine Dunmer-Siedlung entstand, waren wir begeistert. Es war nicht leicht, aber ich bereue es kein bisschen. Ich bin sogar froh, dass wir bleiben und helfen konnten. Inwiefern hat Ravenfels eure Hilfe gebraucht? Wie ihr euch denken könnt, hat der Ausbruch des Roten Berges schrecklichen Schaden auf Solstheim angerichtet. Die Jagdausbeute war in letzter Zeit spärlich und die Gewässer sind zum Fischen offenbar zu verpestet. Nach Meinung des Ratsherrn Morwein war mein Mann jahrzehntelang der wichtigste Nahrungslieferant von Ravenfels. Ich möchte Alchemie trainieren. Ich kann euch sicher das eine oder andere beibringen. Warum nicht? Ihr verkauft ein paar ziemlich exotische Zutaten. Ja, und ich kann mit Stolz sagen, dass ich den größten Teil davon selbst anbaue und ernte. Ich wünschte nur, ich hätte eine bessere Quelle für das Gelee. Diese Nettchen sind so schwer aufzuspüren, weil es jenseits des Bollwerks so gefährlich ist. Das klingt nach einer neuen Quest. Ich könnte euch dabei helfen. Das wäre wunderbar. Ich werde euch gern für eure Mühen belohnen. Alright. Nehmt euch vor diesen Nettchen acht. So. Sie mögen zahm wirken, aber wenn sie sich bedrohen... Genau. Im Moment heißt der Gary? Garin. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Häuser hier. Warum mal die Aufregung, meine einfache Spitzhacke? Nein. Es ist nicht nur einfach irgendeine Spitzhacke. Hübscher Rücken. Ich spreche von einer alten Nordspitzhacke. Nun, die Dinger wachsen nicht gerade auf Bäumen. Könnt ihr nicht einfach die Wache nach Crescius suchen lassen? Um solche Dinge kümmere ich mich lieber selbst. Hört zu. Wenn ihr Crescius seht, dann sagt ihm, er soll mir die Spitzhacke zurückgeben. Es soll euer Schaden nicht sein. Ja, gönn dir. Ich wollte gerade auf ein Glas hinübergehen. Danke, dass ihr mir den Weg erspart habt. Mir ist das Schattenzeug an eurer Tür aufgefallen. Sieh an. Es ist lange her, seit ein Mitglied der Gilde sich nach hier draußen bemüht hat. Also sagt mir, wie geht es meinem Bruder Delvin? Versucht er immer noch jeden Abend in der zersplitterten Flasche das Herz von Vex zu erobern? Ist Delvin nicht tot? Es geht ihm gut. Das höre ich gern. Der verdammte Rundtreiber schafft es nicht einmal, seinem eigenen Fleisch und Blut einen Brief über sein Wohlbefinden zu schreiben. Meint, das ist ja der Typ mit der Ausrüstung, der uns immer die Aufträge gibt. Aber egal. Sorry, den habe ich jetzt verwechselt. Arbeit. Nun, ich habe schlechte Neuigkeiten. Dieser Ort ist trockener als ein verdammter Knochen. Überhaupt nichts? Ihr wollt wohl unbedingt Gold verdienen, wie? So lobe ich mir das. Hört zu. Die Gilde hat hier draußen ein Problem, das ich seit Jahren zu lösen versuche. Doch bislang erfolglos. Liebesgitter hat hier draußen ein Problem? Schaut mich nicht so an. Ich bin ganz alleine hier draußen, völlig ohne Rückendeckung. Und außerdem ist es in Wahrheit mein Problem. Ich bin dafür verantwortlich. Was habt ihr getan? Vor 2 Wochen stand ein Bretone namens Esmond Thüne vor meiner Tür. Er hat wie ihr die Schattenzeichen bemerkt. Und ich dachte, er sei einer von uns. Er hat euch etwas gestohlen, nicht wahr? Das hat er. Direkt vor meiner Nase. Könnt ihr das glauben? Ja. Es geht um meine Rezeptur für verbesserte Knochenrüstung. Ich brauchte Jahre, um sie zu perfektionieren. Wo ist Esmond Thüne jetzt? Nun, bevor er weglief, faselte er wirr darüber, Hehlerware an die Rieglinge bei Burg Karstark verkaufen zu wollen. Ich habe ihm gesagt, dass es Wahnsinn ist, über ein Gespräch mit diesen fiesen kleinen Kerlen auch nur nachzudenken. Dachte ich mir auch, die kaum mit ihnen reden. Ich würde einen fetten Beutel Gold verwetten, dass er entweder tot ist oder sich dort oben versteckt. Ich werde diese Rezeptur für euch zurückholen. Tut das und ich werde dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wird es euch nach Ravenfels zerschlagen? Eine gute Frage.
Sie wird mir von Besuchern unserer Stadt am häufigsten gestellt. Ich wünschte, ich hätte eine romantische Geschichte für euch. Aber ich bin einfach losgezogen und landete in Rabenfels. Außerdem war es in Rifton von wenig Nutzen zu wissen, wie man Knochenrüstungen repariert. Na, hat euch das gelernt? Ich hatte dort drüben einen Freund, einen Dunkelelfen namens Vanrit. Einen sehr begabten Rüstungsschmied. Wir haben beide viel Zeit miteinander verbracht und Schmiedetechniken ausgetauscht. Hab eine Menge gelernt, auch wie man Knochenrüstungen repariert. Nachdem er weitergezogen war, beschloss ich, meine 7 Sachen zu packen, fortzugehen und das Gelernte anzuwenden. Seither bin ich hier. Eine alte Nordspitzhacke? Das einzige Werkzeug, mit dem man Stahlriemen schürfen kann, das ist sie. Davon gibt es in dieser Welt nur noch wenige Exemplare. Sie zu schmieden, ist eine vergessene Kunst. Das Exemplar, das Crescius sich ausgeliehen hat, stammt aus Skaldorf im Norden. Ich habe es durch ein Tauschgeschäft erstanden. Ist Stahlriemen eine Art Erz? Stahlriemen als Erz zu bezeichnen, ist ungefähr so, als würdet ihr meine Schmiede ein Lagerfeuer nennen. Manche nennen es verzaubertes Eis. Aber ich glaube, dieser Vergleich wird ihm nicht ganz gerecht. Das ist wohl ziemlich selten. In meinem ganzen Leben habe ich bestenfalls 2 Brocken gesehen. Und ich bin Schmied von Beruf. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr jemanden in Skaldorf fragen. Soll ich mal drüber nachdenken? Solltest du mal drüber nachdenken. So, Alter, der Philacede, ey. Jesus, Maria und Josef. Habt ihr meine die besten Waffen und Rüstungen? Eisenbahn 10, Lederstreifen 10. Können wir gleich ein bisschen hier. Herstellen. Schmiedekunst leveln. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Nein, jetzt lauf nicht weg, ich muss dir verkaufen. Bro. No. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Alter, das ist dein Ernst, Mann. Ich wollte dir gerade was verkaufen. Aber ist gar nicht so schlecht, weil hier drin saßen doch noch 2 Typen. Den kann ich auch noch beiden so ein Fläschchen geben. Ich warne euch nur einmal. Geht mir aus dem Weg, dann werden wir uns bestens verstehen. Beziehungsweise einen hier drin. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Hier, gönn dir. Mir leid. Gildes verbietet mir das Trinken, während ich im Netz arbeite. Der arbeitet hier? What the fuck? Und wer zum Teufel ist das? Habe ich mit dem schon mal geredet? Mit beiden noch nicht, oder? Ich leihe vielleicht. Gönn dir. Diese Brühe und schüttet sie in einen Brunnen. What the fuck? Also gut. Morgul verleiht keine Münzen an Fremdlinge. Sucht woanders. Teldrin Zero. Okay, es war ein absoluter Reinfall. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt, stehe ich zu Diensten. Gott, Alter, wenn der Schmied jetzt hier drin nicht mit mir handelt, dann bin ich echt am Arsch. Wo ist er denn? Hä? What the fuck? Den beiden habe ich es ja schon gegeben. Oh, hallo. Eure Taten waren ein wahrer Segen für uns, Serio. Tja, womit kann ich dienen? Ich habe hier immer reichlich Essen von euch. Hä? Oh, hier ist er. Habt ihr meine Spitzhacke schon? Nein. Sagt Crescius, er gibt mir die Spitzhacke. Alter, jetzt verkauft er nix, ey. Naja, gut, dann lassen wir die Dolche halt fallen, ey. Hätte ich eigentlich gleich machen können, ja. Ja gut, ich habe eigentlich noch genug zu verkaufen. Ach so, aber es geht ja ums Verzaubern, ne? Ja, dann lasse ich die hier fahren. Schmiedsucht. So, hier, gönn dir. Oh, wie freundlich. Richtet Geld ist mein Dank aus, ja? Du stehst direkt vor ihm, mach's selber. Okay. Wenn ihr nach Arbeit sucht. Ich verstehe nicht, warum man es nicht einfach den Wachen geben kann. Wenn die eh alle so alkoholabhängig sind. Oh, naja, gut, vielleicht ist es kontraproduktiv. Verlassenes Gebäude? Ah. Oh. Vielleicht lagern die hier. Was zum Teufel ist das? Mit der Spitzhacke konnte keiner in den Minen besser umgehen als ich. Hab mir eine goldene Nase verdient. Alles vorbei. Gönn dir. An dem Tag, an dem ich einen Sujammer von Geldes ausschlage,
werden mir Flügel wachsen, mit denen ich von diesem Felsen fliege. Alles klar, ihr scheint nur zu sein, was geschehen. Ich gehörte zu den reichsten Bergleuten der Stadt. Ich konnte fast 3 bis 4 Mal so viel wie ein durchschnittlicher Arbeiter hochholen. Ich hätte dieses Ende nie erwartet, dass der Mine das Ebenerz einfach so ausgehen würde. Im Gegensatz zu den meisten. Es ist nicht normal, dass es irgendwann leer ist. Erschöpft ist. Den Rest habe ich für Suyama ausgegeben, um meine Sorgen darin zu ertränken. Ratsherr Morwein war so nett, Rirns und mir zu gestatten, in einem der verlassenen Gebäude zu leben. Zumindest bekommen wir so keine Asche in die Augen. So, das Ding ist, das werde ich niemals in meinem Leben verstehen. Also ich meine, das ist jetzt nur ein Spiel, aber es ist in echt auch so. Wenn arme Leute alles, was sie haben, dann auch noch ausgeben, um noch ärmer zu sein und das dann für Alkohol oder so ein Scheiß, was einfach komplett nutzlos ist. Warum soll ich Mitleid mit euch haben? Nicht jeder Mitleid mit den Obdachlosen? Nein. Seht mich an. Ich bin nicht besser als ein Bettler. Ich war früher im Bergbau tätig. Tja, du hast wenigstens ein Dach über dem Kopf. Erfolg. Ich habe in einem Monat mehr Gold verdient als andere in ihrem ganzen Leben. Das bezweifle ich. Als die Mine erschöpft war, war ich am Ende. Ich beherrsche kein anderes Handwerk. Also vertrinke ich seitdem mein Vermögen im spuckenden Netsch. Zumindest habe ich das früher gemacht. Früher war es passiert. Dieser Mistkerl Geldes lässt mich nicht mal mehr rein. Angeblich bin ich schlecht fürs Geschäft. Wenn ich meinen letzten Beutel Münzen ausgeben möchte, um mich zu betrinken, ist das doch meine Sache. Was geht Ihnen das an? Ich könnte für euch mit ihm reden. Ihr könnt es ja mal versuchen. Wenn ihr diesen störrischen Esel dazu bringt, mich in den Netz zu... Dann soll ich vorher aber noch die ganzen Dinger verteilen. Dann schuldet er mir einen Gefallen. Eine einfache Bitte dürfte kaum ausreichen, um Geldes umzustimmen. Er kann ziemlich störrig sein. Geständnis eines dunmerischen Skoma-Süchtigen. What the fuck ist das für ein Buchtitel, Alter? Alum F.A.O. Ja, scheiß drauf, nehmen wir das mal mit. What the fuck, Alter? Was ist das für ein Buch, Mann? Ich wollte nichts über Drogen lesen. So, was ist das jetzt hier noch? Steperin-Anwesen. Heilige. Oh, das ist genauso aufgebaut. Gönn dir. Sicher. Ich habe gerade auch nichts Besseres zu tun. Gönn dir. Nicht heute. Ich habe zu viele Dinge zu bedenken. Nicht heute. Ich habe zu viele. Langweiler. So. What the fuck, warum ist hier eine Schmiede? Random. Jetzt hätten wir die alle aufheben können. Sechsmal. Zack. Tja, ich wusste es. Hä? Achso. Das nervt mich so, wenn man Sachen verzaubert, wenn du die hier auswählst. Dann zack. Und dann musst du hier nochmal bestätigen, weil du kannst dir aussuchen, willst du eher viele Ladungen haben oder willst du, dass der Schaden einfach höher ist. Das nervt immer ein bisschen. Also hier jetzt zum Beispiel, du kannst jetzt sagen, okay, du willst die 28 Punkte Ausdauerschaden, du kannst aber auch sagen, ich will nur 1 Punkte Ausdauerschaden, dafür hatte ich aber 236 Ladungen, also es wird 236 mal getriggert. Bei 28 wird es halt nur 9 mal getriggert. Naja, ist aber vollkommen Wurst, weil wir stellen die eh nur her. Und dann verkaufen wir sie wieder. Ich glaube, dass man da sogar Plus macht, weil kleiner Sehnenstein kostet 80 und der Eisendolch ist ja quasi wertlos. Oder was kostet der? 10? 80 und 10? Ja, und meistens, die meisten Sachen, die wir herstellen, sind über 150 wert. Das heißt, man macht da sogar ziemlich fett Plus. Allerdings, naja, wer Skyrim spielt und Geldprobleme hat, der macht sowieso irgendwas falsch. Also von dem her... Kann man da nichts sagen? Alter. Okay. What? Das ist ja die reinste... Na gut, okay, die reinste Schatzkammer ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber es ist, ja, es ist ziemlich heftig, was die hier haben. Oh, Moment. Oh, nein, doch nicht. Leute, ich dachte gerade, der Sack ist einer, der auf so einem Stuhl hockt. Damn. Na gut. So, wir brauchen noch 3 Leute, ne? Aber jetzt sind wir am Ende der Stadt. Jetzt muss man nur noch gucken. Ah, nein, sind wir nicht. Nachdem die Aschenbrot erledigt ist, das stimmt, der trinkt ja keine Alkohol, ne? True.
Wir können auch zu den Hafenleuten gehen, weil bei denen waren wir noch nicht. Bei den Schifffahrttypen. Aber hier arbeitet jetzt keiner mehr, ne? Die haben wir ja alle befreit. Genau. Ja. Na gut, dann bringe ich die noch aufs Schiff. Ja, und dann haben wir Solztheim so gesehen abgeschlossen. Müssen wir noch in die Mine. Und da hoch. Also vielleicht ist bei der Mine noch ein Gebäude. Aber dann sind wir so gesehen durch. Also abgeschlossen haben wir es natürlich nicht. Wir müssen noch die ganzen Quests erledigen, die wir jetzt angenommen haben. Was wahrscheinlich eine ganze Weile dauern wird, aber... Ja, wir sind es zumindest jetzt einmal durch. Aber die müssen es ja safe nehmen. Kapitän Gerhard kümmert sich hier ums Geschäft. Nee. Weil die nicht zu Solztheim gehören, weil das wahrscheinlich ja, weil die ja Dings sind. Das sind ja eigentlich aus... Na gut, okay, sie sind nicht aus Himmelsrand, das sind keine Dunen mehr. Von dem her voll rassistisch, wow. Okay. Es gibt halt nicht genug Einwohner, um das denen einzugeben. Wobei man könnte noch, was echt ziemlich random wäre, hier zum Morvane gehen. Da gibt es einfach dem Ratsherr ein bisschen Alkohol. Reisen? Der gute alte Geldes schafft es doch immer wieder, uns zu erfreuen. Nice, noch einmal. Ah nee, doch nicht, dann hatte ich 8 schon verteilt. Achso, na, du bist ja schon... Ah, im Tempel könnte ich noch probieren, wobei ich glaube jetzt nicht, dass die im Tempel hier großartig saufen. Aber theoretisch eigentlich schon. Wir müssen ja eh nochmal zu dem, wegen der anderen Quest. Das Regiment kündet vom Anbruch einer neuen Ära. Ihr müsst alle getäuscht des falschen Tribunals. Diese abscheuliche Flüssigkeit weg von mögen Azura. War klar, Alter. War so klar. Ja, das ist natürlich so eine Sache jetzt, ne? Wo finden wir den 10. Boy? Verzeiht, dass ich an euch gezweifelt habe. Oh, den kennen wir noch gar nicht. Oh, nein, danke. Ich muss an den klaren Kopf bewahren. Ach, das ist der Mann von der. Warum seid ihr Besuchern gegenüber so misstrauisch? Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Gibt es Probleme mit der Sicherheit? Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morvane im Stich zu lassen. Was bedeuten eure Titel? Ratsherr Morvane ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solztheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Was hat es mit Schwarzlicht auf sich? Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Das ist die Hauptstadt von Morrowind. Ja, das weiß ich doch schon lange. Einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dorthin. Die Argonier sind in Morrowind einmarschiert? Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides. Was auch immer der Grund. Was für banale Tausende Gründe. Wir verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Naja, wenn ihr die versklavt hat, dann naja, kann man schon verstehen. Die Hilfe zu schätzen, die ihr uns zuteil werden lasst. Also heißt es nicht, dass man deswegen tausende Leute umbringen muss, aber na, man sollte auch niemanden versklaven. Von dem her, ja, ist jetzt echt blöd. Jetzt brauchen wir noch eine Person. Ich hoffe, dass in der Mine irgendjemand ist. Ja. Das ist echt ärgerlich. Ein einziges Getränk nicht verteilt. Und so viele haben es abgelehnt. Mindestens 5 Leute haben es abgelehnt. Vielleicht kann man einfach eins doppelt verteilen. Das wäre auch lustig. Ja. Oh, hier sind noch Leute. Nice. Gönn dir. Na, das klingt ja wunderbar. Vielen Dank. Yes. Worüber habt ihr euch mit Christius geschritten? Dieser alte Dummkopf hält sich für 30 Jahre jünger, als er eigentlich ist. Er wird sich in dieser Mine noch den Hals brechen. Warum erkundet er die Mine? Er ist davon überzeugt, dass die Mine wegen einer Art Verschwörung geschlossen wurde, in der die ostkaiserliche Handelsgesellschaft eine Rolle spielt. Na, er ist so ein alter Verrückter. Er ist zu Hause auf ein paar alte Briefe seines Urgroßvaters gestoßen und er nimmt jedes einzelne Wort für bare Münze. Wo stand denn im Brief? Heiskios Urgroßvater hat für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft gearbeitet. In den Briefen wird eine Art Entdeckung erwähnt, die er näher untersuchen sollte. Darin stand wirklich nichts Besonderes. Ich weiß nicht, was ihn so in Fahrt bringt. Wer war Christius Urgroßvater? Gratian Cerellius. Er war ein Forschungsreisender der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Er wurde in verschiedenen Minen in ganz Tamriel geschickt, wenn es dort Probleme gab. Mhm. Der arme Mann.
Könnt ihr euch vorstellen, euer ganzes Leben lang diese gefährliche Arbeit zu verrichten und dann vor der eigenen Haustür zu sterben? Ja, was ist mit ihm geschehen? Es gab einen furchtbaren Unfall. Er wurde getötet, als einer der Tunnel einstürzte. Vor eurer Haustür? Den Leichnam geborgen. Die ostkaiserliche Handelsgesellschaft hat diesen Abschnitt verschlossen, um weitere Tragödien zu verhindern. Kreiskios ist davon überzeugt, dass die Handelsgesellschaft irgendetwas vertuschen will. Aber ich weiß nicht. Das weiß ich auch nicht. Habt ihr eine andere Meinung als Kreiskios? Mein Liebster ist fast 80 Jahre alt. Als er dann die Sachen eines seiner Vorfahren gefunden hat, muss ihn das etwas verwirrt haben. Ich liebe ihn sehr und stehe immer hinter ihm. Aber wenn ich zulasse, dass er dieser nachgeht, endet er womöglich unter einem Steinhaufen, genau wie Gratian. What the fuck? Wie habt ihr Kreiskios kennengelernt? Um zu verstehen, wie wir uns kennengelernt haben, müsst ihr wissen, was er durchmacht. Kreiskios ist ein Bergarbeiter in der dritten Generation. Der Bergbau war sein Leben. Als Kreiskios erwachsen wurde, wurde die Ebenerzmine stillgelegt. Das hat ihn schwer getroffen. Warum hat er sich nicht anderswo Arbeit gesucht? Sein Heim war über 200 Jahre lang im Besitz seiner Familie. Wegzugehen hätte bedeutet, kostbare Erinnerungen zurückzulassen. Stattdessen ging er nach Solstheim und verbrachte sein Leben mit der Suche nach einer neuen Ebenerzquelle. Die hat er leider nie gefunden. Vor einem Jahrzehnt fiel er deswegen in eine tiefe Depression. Er schloss sich in seinem Haus ein und weigerte sich herauszukommen. Hier habt ihr euch kennengelernt. So ist es. Nachdem Kreiskios allen verboten hatte, ihm etwas zu essen zu bringen, ließ Ratsherr Moorwein seine Tür eintreten, bevor er verhungern konnte. Ich war damals Geil. Eine Tempelpriesterin und sollte mit meinen Heilkräften seinen geschwächten Körper stärken. Ich blieb eine Weile und kümmerte mich um ihn und dann... Moorwein, der alte Motherfucker. Verliebt. Damn, ihr seid Priesterin im Tempel? Jetzt Keineswegs. Nicht mehr. Ich bin dort nicht einmal mehr willkommen. Warum? Um ehrlich zu sein, es gab Unstimmigkeiten zwischen meinen Überzeugungen und denen des ältesten Othrelot. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Sagen wir einfach, unsere Meinungen über den aktuellen Status des Tribunals gehen weit auseinander. Naja, okay. So. Wow, Alter, die hat uns jetzt auch wieder ganz schön in die Kante ans Bein gequatscht. Und wer zum Henker seid ihr? Ach, das ist ja Kreiskios. Lul. Beschäftigt und womit? Was geht euch das an? Ich kenne euch doch nicht einmal. Das ist true, vielleicht kann ich ja helfen. Vielleicht. Es fällt mir in letzter Zeit schwer, jemandem zu vertrauen. Alle halten mich für verrückt. Aber ich sage Verständlich. Euch, es gibt in diesen Minen ein Geheimnis, das Rabenfels zu neuem Ansehen verhelfen würde. Und welche Art von Geheimnis soll hier unten verborgen sein? Ein Geheimnis, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor 2 Jahrhunderten unter den Teppich gekehrt hat. Es hat meinen Großvater getötet und Rabenfels mit einer wertlosen Unglücksmine zurückgelassen. Wer war euer Urgroßvater? Ach, das wissen wir doch schon. Ihr habt noch nie von ihr gehört? Doch. Die größte Handelsgesellschaft in ganz Tamriel. Sie wurde ursprünglich vom Kaiser von Cyrodiil persönlich gegründet. Wer war euer Großvater? Gratian Urgroßvater. Cerellius. Er hat sein ganzes Leben lang die alten Ruinen von Tamriel erforscht. Er starb vor fast 200 Jahren in diesen Minen. Wie ist er gestorben? Die ostkaiserliche Handelsgesellschaft das hat uns gerade ja noch schon erzählt. Ach komm, machen wir weiter. Und wo sind eure... Ums Leben gekommen sein, aber ich kenne die Wahrheit. Und wo sind eure Beweise? Im Ausputz sind meine Frau und ich auf eine verschlossene alte Truhe mit einigen Besitztümern meines Urgroßvaters gestoßen. Ich habe einen nicht abgeschickten Brief gefunden, adressiert an die ostkaiserliche Handelsgesellschaft und einen Schlüssel. Was stand in dem Brief? Es geht um eine Entdeckung, die einige der Bergleute in der Mine gemacht haben. Sie wollten, dass Gratian sie sich genauer ansieht. Es muss sehr wertvoll für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft gewesen sein, denn sie haben diesen Teil der Mine komplett abgeriegelt. Der Schlüssel gehört zu dem versperrten Abschnitt? Ja. Zumindest vermute ich das. Ich habe den Eingang noch nicht gefunden. Das beweist rein gar nichts. Klingt schon verdächtig. Endlich! Endlich glaubt mir jemand! Glaubt mir! Ja, das klingt ja echt verdächtig, ich meine, what the fuck? Etwas Großes. Etwas, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor uns allen verbergt. Herr, ja, Verschwörungstheorien, ich liebe das. Warum erzählt mir das alles? Nun, meine Frau sagt immer, ich sei zu alt, um in der Mine herumzuschnüffeln. Die Zeit ist mein Gegner.
Mein Alter hat mich eingeholt, bevor ich die Antworten finden konnte, nach denen ich suche. Also braucht ihr nun doch meine Hilfe. Ich will wissen, was mit Gratian geschehen ist. Und was die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft uns allen verheimlicht. Und wo soll ich anfangen? Gratian hat seine Entdeckung in einem Notizbuch festgehalten. Wenn ihr seine Überreste findet, sollte uns das weiterbringen. Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich, damit ich meine verlorenen Respekt wiederfinden kann. Gratians Brief. Boah, Alter, das ist so viel. Wir sind schon bei 25. Wir haben jetzt fast 10 Minuten nur mit den beiden geredet. Das ist echt krass. Also irgendwie kommt mir das vor, als hätten wir noch nicht so lange Questtexte gehabt. Ja, wir reden beim nächsten Mal weiter mit dem, würde ich sagen. Bis dahin, macht's kurz rein, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.